sind jetzt auf der Anfahrt zum Campingplatz La Fuente in der Nähe von Fortuna. Das ist jetzt die Umgehung von Fortuna. Also jetzt. Herzlich willkommen zu meiner Stellplatzreportage. Heute möchte ich keinen Stellplatz vorstellen, sondern einen Campingplatz. Der Campingplatz La Fuente liegt im Süden Spaniens, und zwar in der Provinz Murcia. Er liegt also nicht am Meer, sondern im Hinterland, etwa 30 Kilometer nordwestlich von der Stadt Murcia. Das Besondere dieses Campingplatzes ist ein Thermalbad, aber dazu später mehr. Die Zufahrtsstraße ist nicht sehr breit, aber es ist ausreichend Platz auch für große Mobile. Da der Campingplatz immer sehr gut belegt ist, sollte man erst einmal außerhalb parken und sich dann bei der Rezeption melden, um sich dann einen Platz auszusuchen. Es gibt verschiedene Plätze. Einmal gibt es Plätze mit einem Sanitärgebäude in der Mitte, die Mobile stehen rundherum und jeder hat seine eigene Toilette und seine eigene Dusche. Die anderen Plätze sind so, wie man es kennt, parzelliert, teilweise durch kleine Hecken getrennt. Der gesamte Platz ist von einer Mauer umgeben. Vorteil, wenn etwas Wind weht, ist man geschützt durch diese Mauer. Alle Stellplätze haben eine Nummer und Stromversorgung natürlich mit einem Zähler. Bei längerem Aufenthalt kann man dann nach Verbrauch abrechnen. Auch ein Wasseranschluss ist an jedem Platz. Viele Plätze haben auch einen Abwasseranschluss, sodass man seinen Tank entleeren kann, ohne unbedingt zur Entsorgung zu fahren. Natürlich ist auch ein Ausguss für die Schumi-Toilette da. Jeder bekommt für das Sanitärgebäude einen Schlüssel, sodass Außenstehende nicht das Sanitärgebäude betreten können. Das Bad liegt nur wenige Schritte vom Campingplatz entfernt, sodass man mit Badekleidung direkt ins Bad gehen kann. Bei dem Bad handelt es sich um ein Thermalbad mit einer Wassertemperatur von 37 Grad. Das Bad soll sich positiv auswirken bei rheumatischen Erkrankungen und Atemwegserkrankungen. Der Eintrittspreis gilt für den ganzen Tag, sodass man das Bad mehrfach vom Campingplatz aus am Tag nutzen kann. Restaurant im Bereich des Bades. Dieses ist aber zugänglich, ohne Eintritt fürs Bad zu zahlen. In den Wintermonaten wird der Platz durch Dauercamper geprägt. Jetzt im April wechseln die Plätze noch häufiger. Auf einer Übersichtstafel kann man erkennen,
wie die Plätze angelegt sind, wo das Bad liegt, wo die Waschhäuser liegen und wo man Wäsche waschen kann und so weiter. Der Ort Fortuna ist etwa 4 bis 5 Kilometer entfernt. Dort gibt es einen großen Supermarkt. Dort bekommt man alles, was man fürs tägliche Leben braucht. Und jetzt noch einige Bilder vom Ort und der Umgebung. Das war meine Campingplatz-Reportage über den Campingplatz La Fuente im Süden Spaniens. Ich sage von hier aus bye bye, bis zum nächsten Mal.